Hört, hört! Es war einmal im Jahre 2017 in einem weit entfernten Lande namens Faerûn eine Gruppe mutiger Helden, die sich aufmachten, die Dungeons von Neverwinter nackt und ohne Ausrüstung zu bestreiten. Ihre Paraderösser trugen sie durch finstere Burgen, feurige Drachenhöhlen und tiefe Zwergenminen. Viel Zeit verstrich, seit die wagemutige Truppe sich aufmachte, zu zeigen, dass es in Neverwinter nicht nur auf Ausrüstung ankam. Doch bei einer Siegesfeier mit viel Bier, und ich meine sehr viel Bier, ich meine, sonst würde man wohl kaum auf diese dumme Idee kommen, beschlossen die Feierabendhelden Lahin, Tibni, Tito, Gwen, Bit und Mr. Cuttafee erneut die alten Gewölbe nackt aufzusuchen. Ohne Rüstung, die sie schützen sollte. Ohne Artefakte oder Gefährten, die sie stärken sollte. Nur ihre Erfahrung über die Katakomben und Türme und ihre Fähigkeiten als eingespieltes Team sollte ausreichen, um das schaurige Böse zu vernichten. Wie damals schon führte sie ihr Weg zuerst nach Charandar, an die Tore von Malabuxburg. Ich würde auf jeden Fall auch die Tanks vorlaufen lassen. Mhm. Die Tank? Okay, das ist völlig Wurst. Könnt ihr mal aufhören zu falten? Ich weiß nicht, was ihr macht. Wieso faltet ihr denn die ganze Zeit hin? Also, mit dem Umskalieren haben sie dieses Ding komplett kaputt gemacht. Oh mein Gott! Wie zu erwarten war, waren die Feinde in den Jahren durch das Wirken von Hallaster deutlich stärker geworden. Und unsere leichtsinnigen Helden hatten keine Chance. Doch davon ließen sich unsere Recken nicht entmutigen. Sie beschlossen, noch etwas früher in ihre Geschichte der Heldenwerdung zurückzugehen. Ihr wisst schon, kurz nachdem man fertig damit war, Ratten in Tavernenkellern für eine warme Suppe zu töten, die vermutlich aus den Ratten gemacht war. Beginnend beim Mantelturm stürmten sie nackt durch die Gewölbe der Lande und trugen nur jene Ausrüstung, die sie bei diesem Vorhaben fanden. So sattelt auf und begleitet unsere sturköpfige Truppe bei diesem Weg. Jetzt kannst du aber, Tito, jetzt kannst du wieder mit Artefakt Reittier. Ja, warst du? Nee, Reittier nicht, oder? Na wieso, die explosive Befriedigung? Reittier-Artefakte. Macht eigentlich mal Befriedigung. Aber Artefakte! Das machen wir jetzt nicht bis Gold, oder? Die Frustration in der Stimme. Ja. War inspirierend. Ja. Nee, Gold. Also ich würde sagen, gucken wir mal, wie es läuft, aber. Ja, ich würde es abhängig von der ersten Runde machen, wie weit wir gehen. Und er weint. Begeisterung. Ich höre es bis hier aus Hamburg heulen. Und so weit ist es ja auch nicht. Ja, stimmt. Ich höre hier aus Hamburg heulen. Das kommst du doch nicht mal auf dem Franzbrötchen vorbei, du alter Banause. Oh nein. Ist das was Eis? Mein Gott. Nee, wir machen, wie weit wir kommen. Nee, ist ja klar. Also Nils, ich habe gehört, ich schicke dir morgen die Adresse und dann fährst du morgen beim Tito vorbei und hast ein Franzbrötchen dabei. Ich gehe morgen einkaufen. Wann fährst du wieder zurück? Bei mir gibt es um 7.30 Uhr Frühstück im Hotel. Fahre ich los. Au. Oh Gott, ne, fahr mal durch, ey. Ich will ausschlafen. Also muss ich, glaube ich, eh von Hamburg abweichen. Ich will nach, nach Gugula haben. Mein Akkordeon Lehrer. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, der Elbtunnel ist übers Wochenende zu. In den Zeiten von 7 bis 10 Uhr, ne? Mhm. Ein Jammer, dabei habe ich leckeres Mordipan und guten Alkohol im Auto. Ah. Oh, guck mal, ein Drache. Ach komm, das ist... Never... Ich hab Bock Never. Oh, und das war Valindra, guck mal! Da ist Valindra, wollen wir sie bekämpfen? Wollen wir gleich mal zu Valindra gehen? Mhm. Geh mal vor, ich komm nach. Der fliegende Geist, das müsste doch Ding gewesen sein, da. Ich drehe hier noch ein paar Pirouetten. Nee, wie heißt das? Pirouetten, ja.
Stimmt, wer sitzt denn da noch? Da sitzt doch noch jemand. Ach stimmt, der fliegende Geist ist Wilfred. Wilfred! Und ich weiß nicht, wer der Dude da ist, der da sitzt. Da sitzt noch irgendwie ein Dude. Das wird nur ein Untergebener sein, oder? Ja. Aber ich muss mich vielleicht ein bisschen auf euch konzentrieren, sehe ich gerade. Das ist wahrscheinlich dein Platz da. Ja. Neben ihr. Der hält meinen Platz warm. Hey, Valin, rein. Der Samtpfotenplatzhalter. Wenn du sitzt, steht Chuck auch noch da oben, hä? Ja, aber jetzt noch nicht. Bald. Man. Untoten Skelettdrachen und einen untoten Skeletthund. Er kann uns nichts mehr aufhalten, mich und Valinwa. Und ja, der Esel nennt sie mir zuerst. Aua. Daily. Sind den Knaller. Bam. Super D. Wäre jetzt cool, wenn die alle hier drin stehen würden. Mit dem Eis gar nicht so leicht. Ja. Danke für den Freund. Natürlich. Kennst du dich mit sowas aus? Also ich finde schon, dass wir bis Gold gehen können. So simpel wie das ist gerade. Schade. Bis sie den Schaden zurückwerfen. Ja, und das. Ja. Wir machen doch keinen Schaden. Das tötet uns aber bis heute. Also egal welche, wie gut man ausgestattet ist. Schaden zurückwerfen ist immer tödlich. Das stimmt. Wir machen ja keinen Schaden. Das stimmt eigentlich. Wir haben eigentlich genau die perfekte Build dafür. Nur leider auch keine Lebens. Wollte gerade sagen, auch kein HP. Das neue Best Build, Best in Slot, Low DPS. Für Survivability. Das musst du mal posten im Forum. Für den Gambit das Best in Slot Low DPS Bild. 400er Ausrüstung. Alles, was du brauchst, sind 16 Fächer in deiner Bank. Oh, guck mal, ein entsetzlicher Yeti. Aua. Au! Warum? Weil die unbedingt uns ankreischen. Let it go, let it go. Au! Mhm. So, wir kriegen aber auch gar keine Daily. Ja, als ob, ey, die macht kaum Schaden. Oh nein! Er wird größer! Ist ja auch entsetzlich! That's what she said. Zeit für Wunder! Wollte gerade sagen. Oh, ich hab Quarz und weiße Perlen bekommen! Geil! Oh shit! Cool! Und? Dankeschön. Gut. Dann ist der Abend ja gerettet. Ja. Gerettet. Was ich so herrlich finde, wie lang ich gewartet habe, bis ich Valindras Splitter von Valindras Krone gekriegt habe und heute. Oh ja, hier, guck mal. Weil du. Ja, gut. Ich bin wie oft wir denn gelaufen sind, weil das damals das beste DPS-Ding war, ne? Ja. Nein, das hat zu meinem Set gehört. War das nicht auch irgendwie. Ist das Set nicht irgendwie ein DPS-Set gewesen? Ja, das war das DPS-Set für ein Mage. Genau, weil es so schwer war, aber damals noch sehr viel schwerer an Tiamat-Material zu kommen. Dann wolltest du das portieren. Nein, ich wollte für Nitya für ein CW. Nicht? Nee. So, was sagt denn? Plus 10%. Ich würde leicht, oder? Bronze machen, oder? Also Silber meinst du? Ja, das Silber. Ja. Ich würde nochmal weitermachen. Ja. Berühmte letzte Worte.
Vor allem, ich verdiene noch mehr. Was verdienen wir denn mehr? Also das finde ich halt so schade. Da hatten sie die Möglichkeit, halt wirklich unterschiedlich viel Loot rauszugeben. Aber es macht ja keinen Unterschied. Ruhm! Ehre! Du verdienst mehr Ruhm! Nee, auch nicht. Ruhm! Mehr Ruhm! Könnte ich das wenigstens einer Gilde spenden? Für unsere... So, als ob euer Leben weiß ich nicht, was da für ein... Oh Gott, Feuer. Oh nein! Hast du das Ghoul-Bier gesehen, was ich gespendet habe? Nein. Tja, wenn ihr rausfindet, wo ich das her habe. Aus Shadow, aus dem Schattenregion. Wie heißt das hier? Shadowfell. Ne? Arsch. Ich hab davon auch noch so 3 oder 4 99er Stacks. Auf der Jagd nach deiner, was war das noch? Der Gefährte da im Turm? Au! Was war das denn? Was? Was mit Turm? Da im Plusviertel, die Gefährtin da, Arkanistin von Netherreal, nee. Ne? Genau, da nicht her, sondern mit dem Paladin, als ich die normalen Kampagnen gelaufen bin, kann man da ja irgendwann hin. Kann sein, in der Kampagne auch, aber... Achso, ich bin gerade gewundert, was die da macht eigentlich. Aua. Ich finde das immer schön, das Gefühl von Leichtigkeit. Hui! Ich wünsche, dass die Feuersäulen auch die Feinde flippen. Das wäre gut, ja. Das ist auch irgendwie inkonsistent, oder? Naja, das ist eine Illusion. Da macht es... Au! Ach stimmt, wir sind ja im Fantasy-System, da ist eine Illusion. Wenn der Sci-Fi wäre, wäre es Nanotechnologie. Genau. Manipulierbare Materie, nee, programmierbare Materie. Du hast Discovery geguckt. Ja. Um Gottes Willen. Zeit für Wunder. Gras. Ja. Aua. Zieh durch, Digga, zieh durch. Der Wunderkraftgenerator. Oh, wir müssen einen Heiler legen. Mich? Nein, den gegnerischen. Wer auch immer das ist. Der versteckt sich ja wirklich immer zwischen einer Feuersäule. Ja. Das wäre auch voll cool. Also, bei Herr der Ringe gibt es ja dieses Monster-Play. Herr der Ringe Online. Das wäre hier noch cool. Im PvP könnte ich mir das gut vorstellen. So wie bei Left 4 Dead. Mhm. Ha. Bei Left 4 Dead hat halt feste Werte. Hier müsste es halt irgendwie gegen die Spieler skalieren. Au! Ich hatte irgendwas getötet. Der Eisengolem. Lass uns Silber noch machen, das ist voll einfach. Lass uns Gold noch machen. Ich finde, Gold können wir auch noch machen. Ja, wir hatten nämlich noch nicht reflektiert den Schaden zurück auf die Angreifer. Das stimmt, das muss noch kommen. Ansonsten, wer wird sich das Video angucken? Kriegt man eigentlich Schaden, wenn man über das Feuer drüber springt? Nö. Glaubst du, warum ich die ganze Zeit in der Luft bin? Deswegen kannst du ja so. Hast ja hier die reduzierte Anziehungskraft, ja. Schwerkraft. Oh nee, die ist zufällig. Ja, Zufall. Die Feinde nutzen sie nur nicht, was super langweilig ist. Hallo, fetter Werwolf. Ich glaube, der ist fünfmal so groß wie ich. Oder größer. Ich gehe dem bis zur Kniescheibe. Jetzt nicht mehr. Boah, da passiert nichts bei den Balken. Ist alleine platt gemacht. Oh, yeah.
Yay, nächste Runde. Wir sind so schlecht, sind sogar die Feuersäulen ausgegangen. Stimmt. Kein Sprit mehr im Tank. Ein heiliges Promethium. Oh mein Gott. Eier. Aua. Ich würde sagen, es ist ein Tröpfchen, das sind keine. Ich würde sagen, da ist ein Heiler, aber der heilt nicht. Doch, dich. Ich würde sagen, der rote Magier hält ganz schön viel aus. Der Heiler heilt sich, damit er überlebt. Sehr viel! Die nächste Herausforderung ist nichts im Vergleich dazu, was im fernen Reich lauert. Jetzt kommt das zurückgeworfen werden von Schaden. Oh, besser, ein Drache. Woo! Genau, es kommt ein Boss und danach kommen neue Effekte. Au. Schade, dass sie die Massen an Mimikern weg haben. No. Da bin ich auch ganz traurig drüber. Die fand ich cool. War auch noch cool. Damals die Erklärung, warum sie sie rausgenommen haben. Die bösen magischen Mimika haben die FS-Ressourcen angegriffen. Irgendwie sowas war das doch. Ja, oder? Echt? Da gab es eine Lore-Begründung zu? Nein. Aber eine Patchnote-Begründung. Weil wir haben sie rausgenommen, weil wir nicht so viele Mimika rendern können. Ach Gott, ernsthaft? Wie ist das schon ein bisschen süß? Klang irgendwie schlecht. Dann haben sie gesagt, die bösen magischen Mimika haben. Ach, weiß nicht mehr. War aber schön, die Begründung. Ich habe mich dran erinnert, nie hinterm Drachen stehen. Es war, glaube ich, auch der Moment, wo es dann den Mimiker zum selber ausdrucken gab, ne? Ja. Hat denn einer von euch? Ja, natürlich, ich schicke dir nachher mal. Weil. Jetzt sogar einen übergroßen Mimiker zum selber ausdrucken. Ja. Wo ist eigentlich der Kleine? Weiß nicht, ich glaube, ist irgendwann mal eine Aktion zum Opfer gefallen oder steht auch oben auf dem Regal. Guck mal, ich schick's euch nachher in den Chat. Mach das. Ich meine, ich habe auch irgendwo bestimmt noch die Vorlage. Ich bin auch der Meinung, die liegt irgendwo noch auf dem NAS. Die muss auf meiner Speicher links externen Festplatte. Meine Würfeltasche für die Magic Counter ist im Link. Stopp. Gut, der kann ja sein, was er will, ist ein Mimiker. Der hat sogar eine Zunge, die man rausholt. Aber ich meine, da unten auf dem Schrank steht nur der Groß. Ich weiß, ich glaube, der Kleine hat irgendwann mal was abgekriegt. Entweder wir haben ihn gerichtet und dann auch da hochgepackt, weil er im Weg war, oder er ist kaputt gegangen. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Boah, Zeit für Wunder. Au! Das ist Feenfeuer. Kein Wunder, Atta. Was? Doch, das war Ito, kein Wunder. Ich wollte eine Herausforderung machen. Ich glaube, ihr braucht eine Herausforderung. Ich brauche jemanden, der mich aufhebt. Ach ja, was erwartest du? Daran wird's liegen. Aber guck mal, Dungeon and Dragons! Ja. Ein Dungeon gemacht und jetzt ein Dragon. Ja. So gut. Der rote ist sogar die Krone. Oh, da liegt was. Ah, oh, das war die Perle. Cool. Random enemies are getting stronger. The floor is on fire. The floor is on fire. Oh. Können wir jetzt nochmal ein bisschen Eis kriegen und das Feuer löschen? Ja, das wäre gut. Schön, wenn es funktionieren würde. Das wäre wirklich gut, so Synergien von Effekten. Das ist ja hier nicht Genshin Impact. Ich hatte das allererste Mal, ich überlege gerade, wie das Spiel heißt, es ist sowas wie Fortnite gewesen. Wie heißt denn dieses Spielprinzip? Battle Royale. Battle Royale, dankeschön, genau. Und Spellbreak heißt es, glaube ich. Da werden die bisschen Magier und kämpfst mit Zaubersprüchen. Und die haben auch verschiedene Interaktionen. Also wenn du zum Beispiel
Gift und Eis kombinierst, erzeugst du eine Kugel, eine statische, feste Kugel aus Eis, in der du Leute einschließen kannst. Oder mich sehr an Magicka. Feuer und Stein. Ja, genau. Magicka. So, Moment. Magicka war auch Teil 2 war super. Mit Vlad, der definitiv kein Vampir ist. Ja, naja, war ja definitiv kein Vampir. Magicka 2 habe ich glaube auch nicht gespielt. War super gut, ich hab's als Let's Play. Wenn, dann will ich es ja spielen, aber dann bräuchte ich wieder 3 Freunde. Ja, das ist schwierig. Allein macht es keinen Spaß, ja. Bei dem Beruf, ne? Ja, wir bräuchten doch Zeit zum effektiv spielen. Da hat er definitiv kein Vampir. Schwert im Stein, mit Stein! Oh, wir haben Heiler wieder. Auf der gegnerischen Seite. Oh mein Abstand Gott. Zum Desktop war immer gut. Den gibt's nicht mehr, den Zauber. Oh, ich glaube, den gut. Haben sie rausgenommen, weil das zu viel. Ich meine, der war super, aber. Der hat ja so zu viel Desktop-Abschnitten geführt. Ja. Aber dafür gibt's immer noch diesen Blitzzauber, mit dem du random einen Gegner tötest, also eine Person tötest. Und auch gerne mal deinen Freund. Nein, das ist der, mit dem du random einen Freund tötest. Vielleicht auch mal einen Gegner. Oder so. Oh, vor allem die Synergie, wenn du nass warst, hat Blitz dich leichter beschädigt. Und wenn du deine Waffe mit Blitz enchanted hast, hat sich das auch dauerhaft beschädigt. Okay, ich sag nix. Aber dann merkt cool, was das ist. Der Charakter halt echt nicht im Roten stehen bleiben darf. Es ist nur uncool, wenn alles rot ist. Ja. Ich hab dich. Ich finde dich nicht. Da bist du. Warum spielst du auch. Du spielst kein Zwerg. Kann ich nicht mal die Ausrede bringen. Warum spielst du ein Zwerg? Ich spiel ein Zwerg. Ja. Oh. Zeit für Wunder. Okay, Zeit für Wunder. Bin gestunt. Nein, bin ich nicht. Oh. Ich habe gerade keine Göttlichkeit, deswegen muss ich hier per Hand heilen. Ja, das war auch gerade mein Heiltrank im Cooldown. Was ist hier auch Göttlichkeit? Ja, aber das kann ich auch ohne Göttlichkeit machen, dann heilst nur weniger. Ja, gut. Ich bin schon sehr auf euren Gesichtsausdruck bei der nächsten Prüfung gespannt. Echt, ey, hallo? Was ist denn hier los? Was ist passiert? Ach du Scheiße. So langweilig ist es jetzt auch nicht gerade, was passiert. Alle an einem Punkt sammeln. Ja, aber bitte nicht im Feuer. Kann ich im Kreis rennen, passt. Explosive Befriedigung. Ja, ich hab sie auch gerade explosiv befriedet. Zeit für Wunder. Blind. Sehr gut. Nein, ich bin da nicht mehr. Sie treibt schneller als der Drache. Ja. Es tut aber auch mehr weh als der Drache. Ich treff dich nicht, Anna. Ja, ich bin noch sehr schon gefallen. Leid. Entspannt euch. Ja, machen wir noch viel Gold, oder? Und komm, Tito, bitte kommt mal hier in den Kreis. Zwei sind für verlassen, das ist eine Aussage. Bleiben oder verlassen? Ich schließe mich der Mehrheit an, aber es. Ja, dann schließe ich der Mehrheit an. Ah,
Alles klar. Bit entscheidet. Sehr gut. Okay. Bit. Nochmal Gold. Ja, Leute. Das Zücklein, ne? Ja. Die Klimaleugner. Wir wissen auf jeden Fall, wer schuld ist, falls wir jetzt verlieren. Jo. Oh, Leichen explodieren. Au. Was geht ja gut los, ey. Was ist denn jetzt passiert? Leichen werden zufällig abgeschalten. Ja, ich merke das. Also explosive Runen fallen auf den Boden. Und Leichen explodieren. Ich habe andere Probleme. Nein. Doch, Corpses are exploding. Ich hab Agro! Ich meine, das Schöne ist, falls einer von uns wirklich richtig tot sein sollte, ist ja nicht schlimm, weil man kann ja wieder reingehen. Über den ganz gefährlichen Parcours unten. Ja, darf halt nicht der Rest auch noch sterben. Genau. Und da hinten ist hinter uns. Und ich gerne einfach so lange ins Mikro, bis du am Rechner einschläft. Naja. Gehen hier schon die ganze Zeit. Ja, ich auch. Oh. Ich freue mich dann auch auf meinen Quiz. Vor allem, ich habe morgen 8 Stunden vor. Oh. Aber ich muss sagen, das Nacktdurchführen macht echt Spaß. Ja, ja. Wenn es so wie heute ist, wo es wirklich eine machbare Herausforderung ist, ist es richtig gut. Ja. Ich hoffe auch, dass wir Malabock hinkriegen. So. Nein. Können wir beim nächsten Mal versuchen. Offensichtlich heute nicht mehr. Ich hätte gern vorher noch eine andere Waffe. Das wäre echt hilfreich. Findest du? Mutmaße. Ich lehne mich mal weiter am Fenster. Die steht dir super, die Waffe. Also. Ja. 100 reicht doch. Genau, das kannst du doch holen. Das Holzschwert. Ja. Viel schlechter kann es nicht sein. Nicht, dass ich dann noch so zu viel Schaden mache. Das Und man nicht übertreiben, ne? Jo, daily, sammeln. Bäm. Wir haben die gesammelt. Wunderschön. Ah, die wollen gerade nicht exklusiv befriedigt werden. Ladet schon die nächste Stufe. Egal, was du jetzt sagst. Er ist vorbei. Herr Nils hat aber auch ein Glück. Ne? Boah, der ist doch gerade nicht da. Au. Weil ich auch sagen muss, der Kater ist auch nicht da. Ich weiß auch nicht. Normalerweise kommt der um die Uhrzeit und will hier nochmal hoch. Zum Thema exklusive Befriedigung oder in welchem Allgemein. Okay. Allgemeine Feststellung. Okay, ich frage nur. Ich stelle nur Fragen. Kado befriedigt sich aber Essen und dann primär über Schlecki. Das hatte er heute schon. Ich bin schon befriedet. Ich bin schon sehr auf euren Gesichtsausdruck bei der nächsten Prüfung gespannt. Katzenknabberstickles. So, nächste Prüfung. Oh nein! Ein Feuerskorpion. Oh, ich hab einen Feuerskorpion. Ein illusionärer Feuerskorpion. Oh, Tito, geh weg von mir. Du ziehst die Akku. Wenn man einen Tank hätten, der Agro erzeugen könnte. Ja, hätten wir davon nur einen. Das wäre echt praktisch gewesen. Ja. So viel leichter dann. Zeit für Wunder. Oh, eine. Kann ich angreifen? Ich kann auch nicht angreifen. Du bist benommen. Nein, Kräfte werden zufällig deaktiviert. Ja, vor allen Dingen auch die Freien. Ja. Das ist blöd. Oh, Daily, sehr schön. Bleib mal stehen, Skorpion. Und bam.
Genau, ziehen raus. Kriege ihn die ganze Zeit um die eigene Achse gedreht und jetzt gehe ich zu dieses eine Mal einen Schritt nach links, weil ich ausweichen will und dann gleich, oh, du hast dich 10 cm bewegt, ich muss gleich eine Welttournee machen. Ja. Natürlich. Was glaubst du denn? Dass der neben Erdbeben freiwillig stehen bleibt? Würde ich auch nicht machen. Für den ist er doch nur Bauchmassage. Au. Stimmt, was beschieße ich denn eigentlich mit Feuer und Eis? Eis bringt's ja wieder. Ja, das ist ja auch noch elementare. Das müssen wir auch noch machen, elementare Rüstung. Also der ist jetzt zum Beispiel anfällig gegen Eis, aber hat eine hohe Rüstung gegen Feuer. Ich möchte kurz festhalten. Ich habe mich gerade darüber beschwert, wo die Katze ist. Es kratzt an der Tür. Sie hat gehört. Der riecht es, ja. Zeit für mich angreifen. Meine Begegnung auf die Bronze nicht zum Laden. Ich stehe gefühlt 20 Sekunden sinnlos rum und frage mich, was machst du jetzt? Er hat meinen Move bemerkt. Ich bin einfach auf der Stelle stehen geblieben. Weg. Gedrückt und I. Spiel werden in Hühner verwandelt! Weil wir zufällig in Hühner, wir haben herabfallendes Gestein, Gefühl von Leichtigkeit und zufällige Hühnerverwandlung. Das sind ja drei Wünsche auf einmal. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Dann hätte ich nichts zu tun. Legt dann jeden Tag kein Ei und sonntags noch viel weniger. Deine Lieder werden auch nicht besser. Nee. Trink noch ein bisschen rum. Dann. Ich trinke ja gerade gar nicht, weil der Rum noch im Auto ist. Ich glaube, das ist das Problem. Au, ich habe nicht aufgepasst. Aber dann, wenn ich jetzt die ganze... Wobei, es wäre ja eigentlich Whisky gewesen. Wenn ich jetzt hier so eine ganze Flasche Whisky vernichte, darf ich morgen, glaube ich, nicht mehr Auto fahren. Dann musst du doch mit Tito zum Frühstück vorbeikommen. Ja. Dann muss ich aber auch Auto fahren. Und anschließend das Klo putzen. Der gute Whisky-Dünsches am Tag danach, oder was? Okay. Oh, Alter, ich habe heute mein Klo geputzt. Da kommt nichts rein von dir, ey. Okay. Da kennt sich jemand aus, offensichtlich. Ich war heute auf Arbeit und musste auf einmal dringend pinkeln. Bin auf so eine Toilette da gegangen, so eine öffentliche, und kam da rein und da war überall Blut auf der Brille, ey. Autsch. Liegst du denn auf dem Boden? Keine Ahnung, ich könnte an dem blauen Zeug liegen. Was macht das? Es leuchtet blau. Geilste Stelle im Film. Das ist die einzige, die ich kenne. Das ist auch die einzige, weshalb ich in der Tat immer mal wieder diesen Film nochmal angucke. Welchen? Rambo. Ist das Rambo 3? Ich glaube 3. Ja. Rambo hab nie gesehen. Rambo 3, da gibt es auch noch die Stelle. Ja, wo ist er denn? Er ist ganz nah. Wie nah? In ihrem Arsch. Ach Gott. Okay, das sind jetzt wieder die Sachen, die du dir merkst. Okay. Ja. Das ist episch. Mhm. Ich fand das mit dem blauen Licht epischer, aber okay. Ja. Nur der Russe da seinen Kumpel verhört. Ja, ja. Ans Bett gefesselt, ne? Ja, an einem Stuhl. Nee, es ist doch so ein Lattenrost, oder nicht? So ein... da packt er doch Rambo drauf, oder nicht? Ne, war das nicht in Vietnam im zweiten Teil? Oh Mann. Wir hören besser auf. Wo sie ihn da auf unter Strom setzen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich hab dem letzten eine lustige Szene aus SG-1 gesehen. In der einen Folge, wo sie durch Stargate gehen und dann Was? Wo sie durch Stargate gehen? Das ist eine seltene Folge. Also genau. Das ist sehr präzise. Und wo sie dann in der Zeit zurückreisen in die Zeit des Kalten Krieges.
Sorry. Und dann erstmal festgehalten werden und dann kommt der Major rein, der den Stützpunkt gerade hat, und fragt Daniels auf Russisch, ob sie russische Spione sind. Er ganz normal auf Russisch, nein. Russisch Spione? Jetzt! So eine coole Szene. Am herrlichsten finde ich es immer noch, wo sie in dieser Zeitschleife hängen und dann Gold durch Stargate spielen. Ja, das war auch eine epische Folge, wirklich. Russischer Bierlärm. Und sich der O'Neill darüber beschwert, dass er jeden Tag Fruit Loops isst, denn der T-Ike nur dran denkt, dass er sich jedes Mal vor den Kopf gehauen kriegt. Herrlich. Wirklich herrlich. Eine der besten Folgen, ja. Ja. Schade, dass in dem Franchise nichts mehr kommt. Ja, aber echt, hey. Aber es kommt vielleicht nochmal. Nicht. Ist ja auch groß genug. Weil ich fand's schade, dass aus Ding nichts geworden ist. Aus Peace, das letzte. Continuum. Ja. Das mochte ich eigentlich. Gut, die Charaktergeschichte war ein bisschen lahm, aber Stargate war nie bekannt für seine wirklich großartigen Charaktergeschichten. So, so ein bisschen. Wir werden von Drachen angegriffen. Von Pinatas, ich fand ich. Pinata! Explosive Befriedung! Ich bin nur gerade froh, dass die Gegner nicht mehr explodieren. Oh ja. War einer von euch ein Huhn? Ich nicht, nee. Auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Bist du ja ein Sohnbrennen. Brock. Ich bin nur ein Hund. Heute ist nicht Samstag, bitte. Du musst nicht in deiner Hühnerrolle sein. Ah, okay. Au. Boss ist da. Vergessen, bitte, dass es einen Boss gibt. Ja, hat sich mit dem Knall angekündigt, ne? Ich hab sogar noch weniger Aggro als Atta. Was soll das heißen? Das will heißen, dass die Skills nicht funktionieren, wie sie sollten. Jetzt bin ich mit der Aggro perfekt. Zeit für Wunder. Schmetterlinge! Da pupst er wieder Schmetterlinge. Wusstet ihr, dass Schmetterlinge keine Insekten sind? Erstaunlich! Nein, erzähl doch einmal mehr. Was sind Schmetterlinge dann? Gliedertiere, glaube ich. Gürteltiere. Au. Nee, au. Au machen die eigentlich nicht. Das sagst du. Guck mal lang genug da rein, in das Geklimmer hier. So. Lass dir mal ins Auge fliegen. Genau. Attacke. Ich bin gänzlich positiv überrascht. Worüber, dass wir das so gut, dass wir so gut hinkommen? Jo. Ja, was ein Glück, ne? Heiligsblechle. Ich glaube, ich meine, die sind doch Insekten. Ja, wahrscheinlich wird da unter dem Video in den Kommentaren jetzt richtig abgehen. Stimmt. Siehst du, ob die Leute es auch gucken? Ja, genau. Weil, ich meine, sie haben, es sind ein paar Flügler, sie haben 6 Beine, sie haben den Thorax, den Abdomen, nicht Abdomen, wie heißt das? Hab vergessen, wie es heißt. Abdomensmagen. Ja, oder bei. Du meinst den Hinterleib. Mann, Arsch. Ja, genau. Nicht Benze.
macht ihr denn? Also, liebe Leute, schreibt in den Kommentaren mal, was Schmetterlinge sind. Genau. Ein Jim muss auch nicht immer recht haben. Das wäre natürlich schon sehr traurig, wenn er nicht recht hätte, aber... Er kann mal recht haben? Er hat immer recht. Denn wie ihr seht, seht ihr ihn an. Boop, boop. Boop. Und jetzt was richtig Gutes. Richtig gute Gefährtenausrüstung. Ja, bestimmt so. Voll, denn er fließt. Jetzt kommt sie in grün. In grün? Plus 2 oder so. Plus 3. Plus 3. Verzaubertes Fließ. Plus 4. Plus 3. Oh. Plus 4. Ja, der Tank braucht es auch am nötigsten. Ja, das stimmt auch wieder. Ich hab Crit-Vermeidung. Yay. Nur bringt es ja nichts. Ah, das stimmt auch wieder, weil ich keinen Bindungsrundstein habe. Ja. Wobei, warte mal, die sind nicht gebunden. Das heißt, wir könnten die aber schon den Ausrüstung schon tauschen, oder? Macht das Sinn, die zu tauschen? Wir könnten alle überlegen. Den Tank geben. Wir könnten alle den Tank geben, genau. Also meins würde ich dir schon geben, weil du brauchst eher Crit-Vermeidung als ich. Ich habe meins gesagt. Okay. Der gierige Zwerg wieder. Ah, ja, natürlich. Nee. Ich aber auch hier. Rüstungsdurchdringung, ja. Kampfvorteil. Ich hab Crit-Vermeidung, wenn ja. Will. Tank. Ja, zieh selber an. Jetzt mach ich auch so. Zieh ich auch selber an. Bitte, Wolfi. Ich? Sorry, ich bin ein gieriger Zwerg. Ich muss Dinge selber anziehen. Und ich bin ein müder Heiler. Ja, was? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!